Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir auf dem Podcast. Wie ihr wisst, bin ich Luca Eschmann. Heute, wie ihr seht, habe ich den wunderbaren Peter neben mir, bei mir auf der Couch. Wir sind bei mir zu Hause. Und ich habe den Peter schon, ich muss sagen, schon vor etwa anderthalb Jahren das erste Mal von ihm gehört. Genau, und du warst für mich so, das habe ich dir noch nie erzählt, merke ich gerade, du warst für mich so der erste Männercoach. So das, wenn ich an Männercoach gedacht habe, warst du für mich so top of mind, was die Schweiz angeht. Und das auch aufgrund einer gemeinsamen Freundin, die wir hatten. Sie hat mir von dir erzählt und ich habe dich dann immer wieder so ein bisschen beobachtet und so. Und jetzt kam es so weit, dass ich das erste Mal an einem Workshop von dir teilgenommen habe. Und zwar war das der Magier. Ich habe ab und zu auf Instagram noch ein bisschen was geteilt. Vielleicht haben es den einen oder anderen noch mitgekriegt. Genau, und du hast mich eigentlich so in die Welt der Archetypen eingeladen. Also über dich habe ich so das erste Mal über Archetypen etwas erfahren. Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, ist, dass du uns allen mehr erzählst dazu. Und ich würde gerne den Zuschauern näher bringen, wie helfen uns diese Archetypen im heutigen Alltag? Weil es sind für mich zumindest so eher, sagen wir, klassische, altmodische Bilder, sage ich jetzt mal, um sich ein bisschen ein Bild zu machen. Vielleicht kannst du dann später noch da was dazu sagen. Aber erstmal stell dich mal selber vor, lieber Peter. So. Danke, Luca. Also erstmal danke für die Einladung. Das ist mega cool. Das ist so spontan an dem Workshop entstanden. Genau, hat ein Mann gesagt, hey, mach doch einen Podcast mit dem Peter. Und dann haben wir uns da gefunden und das ist cool. Ja, ich bin der Peter. Ich bin seit 2014 mit Männerarbeit unterwegs. Wir haben uns dann ziemlich schnell auf die Archetypen festgelegt, weil es einfach ein unglaublich machtvolles, uraltes Tool ist. Ich begleite Männer dabei, in ihre Kraft zu kommen, sich mit sich selbst zu verbinden, mit ihren Gefühlen zu verbinden und diese Gefühle als Werkzeuge für unser Leben verwenden zu können. Ich gebe verschiedene Workshops, auch für Unternehmen, aber auch für Männer, die fünfmal im Jahr die Möglichkeit haben, in unsere Workshops zu kommen. Ich bin dreifacher Vater. Genau, ja, das ist so viel zu mir. Sehr schön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und lass uns gerne gleich so einsteigen mit der ersten Frage, die mich interessiert. Was war so für dich der erste Berührungspunkt mit den Archetypen? Also angefangen haben wir, ich glaube, das war 2017, wo wir unseren ersten großen Workshop gegeben haben. Das war der Wilde Mann. Und wir wurden vom Pachamama Festival eingeladen, da einen Männerworkshop zu geben. Und ich habe mich da bewusst oder unbewusst wie auf die Geschichte des Eisenhans. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Iron John habe ich schon gehört, aber nicht gelesen. Genau, Iron John ist, oder der Eisenhans ist eine unglaublich urchige Geschichte, die alle verschiedenen Stationen des Mannseins und des Mannwerdens beinhaltet. Okay. Und wir haben das in drei Tage hineingepackt. Und zwar haben wir die Geschichte des Eisenhans haben wir verpackt in direkte Erlebnisse. Also die Männer haben eigentlich die Geschichte einerseits erzählt bekommen und sie dann gleichzeitig erleben können. Und das war für mich so der Einstieg in die Lehre der Archetypen. Der Workshop ging voll durch die Decke. Die Männer waren begeistert. Und ich habe damals auch meinen Partner kennengelernt, mit dem ich die Workshops gebe, der Alexander. Und dann haben wir gesagt, hey, da machen wir gleich nochmal zwei Workshops. Okay. Das gleiche Jahr, die waren peng ausgebucht. Und das war so der Beginn unserer Zusammenarbeit. Und dann haben wir uns im nächsten Jahr dann darauf festgelegt, dass wir zu den vier Archetypen, also der Liebende, der Krieger, der Magier und der König, dass wir zu jedem zwei Tagesworkshops anbieten. Und das war der Beginn. Sehr schön. Und für jetzt diejenigen, so wie es mir gegangen ist, als ich an deinen Workshop gekommen bin, ist so,
Okay, Archetypen irgendwie schon ein paar Mal gehört, aber kein Plan. Magst du mal jetzt für alle Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen da mal mitnehmen, für jemanden, der wirklich keine Ahnung hat, was Archetypen überhaupt sind? Magst du uns da mal mitnehmen? Ja, das mache ich gerne. Also, die Archetypen, das ist eigentlich wie eine Landkarte. Ja. Wie schon gesagt, es gibt die vier Hauptarchetypen, mit denen wir arbeiten: der Liebende, der Krieger, der Magier und der König. Die sind einerseits sind sie Jahreszeiten zugeordnet, aber auch Phasen unseres Lebens. Wir werden geboren als der Liebende. Wir werden initiiert in den Krieger durch andere Männer. Dann werden wir zum Magier. Das ist, ich würde mal sagen, so um die 40 herum. Und dann am gegen das Ende unseres Lebens werden wir zum König. Also wenn wir unsere Aufgaben erfüllt haben, wenn wir ja, die wilden Jahre des Kriegers hinter uns haben und die, ja, die ratgebenden Zeiten des Magiers, dann werden wir zum König unseres Lebens. Das ist mit sehr viel Ruhe auch verbunden. Und jeder dieser Archetypen hat auch ein Gefühl, das uns Männern und auch Frauen die Möglichkeit gibt, Zugang zu diesen Archetypen zu bekommen. Und der Liebende ist beispielsweise die Trauer. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, was, der Liebende ist der ganze Zeit traurig. Das ist aber nicht der Fall, sondern das Gefühl ist nur eine Möglichkeit des Zugangs zu diesem Archetypen. Das heißt, Traurigkeit oder respektive, ich kann dich das fragen, der du das jetzt gerade siehst. Wenn du dir überlegst, und war ich das letzte Mal traurig? Das war vielleicht eine schmerzvolle Erfahrung. Wenn du geweint hast und danach, nachdem du diesen Schmerz abgewaschen hast mit deiner Trauer, was war da für ein Gefühl? Und das ist das Gefühl des Liebenden. Wenn ich mich zurückentsinne, dann war es ganz oft so, dass ich mich sehr leicht gefühlt habe. Ich habe mich verbunden gefühlt mit meinem Umfeld. Ich habe, wenn ich Menschen angeschaut habe, habe ich sie gesehen. Ich war in Verbindung mit ihnen und ich habe mich sehr ungebunden gefühlt, sehr kindlich auch. Ich bin unvoreingenommen den Menschen einfach begegnet. Und das ist eine Essenz des Liebenden. Und der Zugang dazu ist über die Trauer. Beim Krieger beispielsweise, und das war lange Zeit mein Lieblingsarchetyp, ich habe für den Krieger gebrannt. Passt auch brennen. Ja, passt, genau, weil das Element, du hast es angetönt, des Kriegers ist das Feuer. Und das Gefühl ist die Wut. Die meisten Leute denken das gleiche wie beim Liebenden, ey, der Krieger ist der die ganze Zeit wütend. Und es ist aber nicht die Idee dahinter, sondern die Idee dahinter ist, dass wir die Wut lernen zu reiten. Ganz oft höre ich von Männern, ich wurde von meiner Wut übermannt. Das heißt, dass die Wut ist größer als wir selbst. Und das ist etwas, was wir Männer und auch Frauen unbedingt lernen müssen, ist, dass wir immer größer sind als unsere Gefühle oder größer sein sollten. Und die Archetypen sind ein wunderbares Werkzeug, um genau das zu lernen. Der Krieger reitet auf seiner Wut. Der Wut ist eine Bestie. Wir setzen uns auf diese Bestie und preschen mit unglaublicher Kraft durch die Welt. Aber wenn ich meiner Bestie sage, stopp, dann hält sie an. Wenn ich sage links, dann geht sie nach links. Wenn ich sage rechts, geht sie nach rechts. Ich bin oder ich sollte der Herr meiner Gefühle sein. Und dann wirst du zu einem Meister der archetypischen Lehre. An der Stelle, bevor du noch auf die anderen beiden hoffentlich noch Klar. eingehst, kommt mir ja immer dieses Bild in den Sinn, das ich mal in meinem Buch gelesen habe, ist,
gerade wenn es um die Wut geht, die ja oft sehr missverstanden wird in unserer Gesellschaft, ist es genau das Bild, was du jetzt beschrieben hast, mit dem Schwert. Adaptiere ich jetzt auch auf das Bild mit dem Schwert, dass es darum geht, das Schwert lernen zu führen, aber die Meisterschaft ist es darin, es nie anzuwenden. Also dann bist du immer der Herr und der Chef davon, was du mit dieser Klinge machst. Das wollte ich noch kurz für unsere Zuschauer ergänzen. Genau, ich werde es gerade aufgreifen mit dem Schwert. Das Symbol des Kriegers ist das Schwert. Und das Schwert ist, wir machen das zum Beispiel in unseren Workshops, wenn du in den Krieger kommst, dann wirst du vielleicht das erste Mal, vielleicht auch ein anderes Mal, vor anderen Männern ein Schwert ziehen. Mhm. Und dieser Moment ist ein Schlüsselmoment. Was macht es mit dir, ein Schwert in der Hand zu halten? Schreibt mal an dieser Stelle gerne in die Kommentare, als Frau und als Mann, was ihr gerade empfindet, als jetzt diese Beschreibung kam von Peter. Weil ich habe gerade so gespürt, ich habe Bock, ich will. Und genau, schreibt mal gerne in die Kommentare, was gerade in dem Moment bei euch abging. Genau. Und das Schwert für mich und auch das, was ich lehre, das steht für Klarheit, es steht für Ausrichtung, es steht für das Tun. Ja. Aber eigentlich ist es etwas, das wir neben uns tragen und es nur hervorholen, wenn wir es wirklich brauchen. Und ein Teil unserer Aufgabe ist es, so gut damit umgehen zu können, dass wir es eben nie brauchen. Mhm. Es wird gesehen, das Schwert, eigentlich tragen wir das Schwert in uns. Und es ist für andere Menschen erkennbar, dass wir das in uns tragen und das erzeugt Respekt. Genau, oder ich würde sagen auch spürbar. Also es ist ja ein symbolisches Bild, wie ich finde, von der Ausstrahlung schlussendlich. So würde ich es bezeichnen, dass du diese Ausstrahlung in dir trägst, dass du weißt, okay, du hast dein Schwert dabei und du bist in der Lage, du hast die Fähigkeit, es würdevoll klar zu führen. Genau, mit dem Herzen verbunden. Genau. Danke. Ich werde das jetzt auch gleich aufgreifen. Ich mache dir gerne Vorlagen. Weil ich habe jetzt einfach mal zwei Archetypen vorgestellt, der Liebende und der Krieger. Mhm. Es gibt in der Archetypenlehre gibt es sogenannte Paarbeziehungen. Mhm. Und der Liebende und der Krieger, die haben eine Paarbeziehung miteinander. Und das heißt, eigentlich ist es wie eine Wippe. Mhm. Hier sitzt der Liebende, hier sitzt der Krieger. Und die sollten in einer Art Gleichgewicht miteinander sein. Ja. Wenn jetzt beispielsweise der Liebende sehr, sehr stark ist und der Krieger sehr, sehr schwach ist, dann wirst du vermutlich deine Grenzen nicht setzen können. Du wirst nicht für dich einstehen. Du wirst nicht mit Klarheit durchs Leben gehen. Aber du wirst mit allen Menschen verbunden sein. Du wirst dahin schmelzen und immer in Verbindung sein wollen. Aber nicht für, du wirst dich selbst weniger spüren. Mhm. Und das Gleiche ist, wenn der Liebende in deinem Leben nicht stark ist und der Krieger sehr stark ist, dann wirst du deine Dinge einfach durchsetzen. Mhm. Und du wirst aber nicht in Verbundenheit sein mit deinem Umfeld, was wiederum bedeutet, dass du rücksichtslos bist, dass du nur für dich selbst schaust. Und die Idee ist, dass du die Mischung zwischen dem Schwert und dem Herzen, also zwischen dem Liebenden und dem Krieger, in einer Balance bist. Das ist das Optimum natürlich. Mhm. Der Krieger, der mit seinem Herzen verbunden ist. Und gleichzeitig aber auch das regulieren kannst, wenn du zum Beispiel merkst, okay, jetzt brauche ich den Krieger, dann kriegt der Krieger mehr Gewicht. Mhm. Und dann kannst du dich richtig durchsetzen und dann kannst du aber dann auch wieder zurückfahren. Eigentlich ist es eine Form des Selbstbewusstseins, was sind meine Fähigkeiten? Mhm. Und in unseren Workshops, die wir geben, versuchen wir den Männern die Möglichkeit zu geben, Herr dieser Werkzeuge zu werden, sie für ihr Leben zu nutzen, und sie hinauszutragen in die Welt und damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Danke dir.
für diese wunderschöne Beschreibung. Ich mag mich auch gerade an die Wippe, also die hervorgebracht hat, wieder erinnern auf der Zeichnung, die wir hatten am Workshop. Magst du auch noch die anderen beiden vorstellen? Klar, gerne. Genau. Nachdem wir von Männern in den Krieger initiiert worden sind, kommt der Magier. Der Magier ist der Ratgeber. Du kannst dir das vielleicht ein bisschen wie Gandalf vorstellen. Obwohl der Gandalf ist eher so auch ein bisschen ein Kriegermagier. Okay. Ja, er kämpft ja auch direkt, aber er schaut auch, dass zum Beispiel die Hobbits auf die Reise gehen. Er berät sie, er steht ihnen zur Seite. Und das ist die Aufgabe des Magiers. Der Magier hat den Überblick über das Königreich. Und im Optimalfall ist der Magier neutral gegenüber den Leuten, die zu ihm kommen und Rat suchen. Seine Aufgabe ist es, sich selbst loszulassen. Das ist aber nur möglich, wenn du vorher im Krieger warst und dich selbst so gut gespürt hast, dass du weißt, wer du bist, um dich dann im Magier mehr loszulassen. Magst du das noch ein bisschen genauer erläutern? Da der Magier die Fähigkeit hat, sich selbst loszulassen und wie in eine Vogelperspektive zu gehen, hat er den Überblick über alles. Okay. Und wenn er sich selbst zu fest dient, dann wird er schauen, dass die anderen Leute Dinge tun, die ihm nützen. Okay. Also das heißt, es ist nicht mehr Rat geben, es ist Manipulation. Ja. Okay. Und ein Magier, der wirklich in seiner magischen Stärke, in seiner magischen Kraft steht, der gibt Rat von einem neutralen Punkt aus. Und was mich an der Stelle interessieren würde, wie würdest du das adaptieren auf dich selbst? Es sind ja, das was du ja beschreibst, Gott, uns allen, ist ja diese Teile, die in uns leben, so verstehe ich es. Wie würdest du das beschreiben, wenn wir jetzt Personen außen wegnehmen? Wie würde das aussehen, wenn wir jetzt nur auf die Innenwelt gucken? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Weil du gesagt hast, diese Vogelperspektive, wenn es nicht darum geht, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern die anderen. Wer sind die anderen, wenn es nur mich gibt in dem Moment? Wer sind die anderen, wenn es nur mich gibt? Ja, weißt du, was ich meine? wie soll ich die Frage anders formulieren? Ich hatte gerade einfach so dieses Bild. Also ich verstehe die Archetypen für mich so, dass das immer Teile sind in mir drin, alle vier. Genau. Genau. Das heißt, ich kann ja auch für mich in diese Beobachterrolle gehen, beispielsweise. Und weil ich habe es jetzt von den Worten, könnte man jetzt auch verstehen, dass es darum geht, wenn jetzt, keine Ahnung, deine Freundin oder ein Kumpel kommt und dann musst du in diese Außenperspektive gehen und ihm Rat geben. Aber ich möchte mal den Kumpel oder die Freundin ausblenden. Wie kannst du jetzt beispielsweise... Kann ich mir selbst Rat geben? Ja, genau. Mehr auf diese Innenperspektive. Also wenn es jetzt, wie gesagt, nur dich gibt in dem Moment. Wie könnte das im Alltag aussehen? Okay? Also, ich versuche das jetzt gerade mal ein konkretes Beispiel zu packen. Das wäre genial. Jetzt brauche ich gerade einen Moment. Take your time. Wenn ich jetzt gerade so auf mein Leben schaue, dann merke ich, wenn ich im Boot bin, also wenn ich direkt emotional betroffen bin von meinem Umfeld, zum Beispiel wenn ich einen Streit habe mit meiner Partnerin, dann agiere ich von einem emotionalen Ort aus. Und dann, wenn ich mit ihr einen Streit hatte, dann gehe ich weg und schaue für mich nochmal auf diese Situation, aber nicht
in der ersten Person, also nicht als ich, sondern ich schaue, wie ich nehme mich selbst raus. Mhm. Du kannst dir das wie vorstellen, wenn du ein Theaterstück anschaust, wo du mit jemand anderem drin spielst und du schaust dir selbst zu. Okay, das wäre wieder diese Vogelperspektive. Genau, das ja, ist okay. die Perspektive des Magiers. Und dann siehst du auch dich selbst und du siehst auch deine eigenen Überreaktionen, deine eigenen Fehler, wenn man das so will. Mhm. Und du kannst dich dann selbst beurteilen, weil du dich selbst losgelassen hast. Mhm. Kannst du auch deine eigenen Fehler sehen und nicht nur du bist schuld, sondern okay, da habe ich überreagiert, gut. Gehst du zurück in dein Ich und gehst nochmal ins Gespräch. Okay. Wobei wir dann wieder bei dieser neutralen Perspektive sind. Genau. Das Optimum ist natürlich, wenn du in einem Gespräch bist und dann gehst du zwischen diesen beiden Parts hin und her. Du gehst einerseits in den Kontakt, in das Gefühl und gleichzeitig in das Beobachten. Also es ist eine Schwingung zwischen diesen beiden Archetypen hin und her. Okay. Das ist die Königsdisziplin. Zwischen welchen beiden Archetypen? Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Streitgespräch bin, dann bin ich einerseits der Krieger, weil ich muss für mich einstehen und das, was mir wichtig ist. Ich bin aber auch der Liebende, denn ich bin verbunden im Herzen mit meinen Gegenübern. Das ist meine Partnerin. Ich empfinde sehr viel Liebe für sie. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, weil ich ja mit ihr verbunden bin, hat sie Einfluss auf mich, was meinen Krieger wiederum schwächt. Und wenn ich dann noch die dritte Perspektive des Magiers nehme und dieses Spiel beobachten kann und sowohl meinem Liebenden wie auch meinem Krieger Rat geben kann, dann wird es ein unglaublich gutes Gespräch. Ja. Okay. So viel zu diesem Beispiel. Ja, also ich hoffe, das war verständlich. Mega, also ich fand es jetzt gerade mega, ich fand es gerade sehr greifbar, um es wirklich, eben für mich, wenn man über Archetypen spricht, kann ich mir gut vorstellen, dass gewisse Zuschauerinnen da einfach so ein altmodisches Bild haben. Und deshalb finde ich es so wertvoll, dass wir in diesem Gespräch genau über heutige Alltagssituationen sprechen, wo uns diese eben altertümlichen Bilder dienen. Und das war auch für mich Teil dieses Gesprächs oder die Message, die ich nach außen geben möchte, ist so, hey, wie können uns diese Bilder im heutigen Alltag dienen, auch wenn sie gefühlt super alt sind, diese Bilder. Ja. Genau, weil man neigt manchmal auch dazu, das ist ja alt, wir sind in einer modernen Gesellschaft, das brauchen wir heute nicht mehr. Aber durch diese Beispiele finde ich es gerade sehr, sehr greifbar, danke an dieser Stelle. Ich glaube, gerade weil sie so alt sind und weil sie, unsere Geschichte ist ja nicht nur die letzten 500 Jahre, unsere Geschichte ist die letzten 10.000 Jahre. Und diese Form von Energien, ich würde sie als Urenergien bezeichnen, die hat der Psychologe C.G. Jung zusammengefasst auf diese Archetypenlehre. Aber die gab es schon so viel länger, die wurde einfach anders genannt. Er nannte sie die Lehre der Archetypen. Und was wir auch versuchen, und das ist auch das, was du angetönt hast, ist diese Lehre der Archetypen in ein zeitgemäßes Gewand zu packen und erlebbar zu machen. Mhm. Dass du, wenn du in diesen Workshop kommst, du hast es ja selbst erlebt, durch aktive Übungen, also nicht so, dass wir nur reden, sondern wir lassen dich deinen inneren Archetypen erleben, indem wir Übungen machen, wo du ihn real erfahren kannst und real ausleben kannst. Genau, das ist meiner Erfahrung nach der beste Weg. Erleben. Unbedingt. Also für mich gibt es am Ende immer die Erfahrung, die schlussendlich die Veränderung hervorruft. Also auch wenn ich viel mit meinen Klienten darüber spreche, was die Problematik sein könnte, um was es geht und so weiter. Am Ende braucht es immer das Erlebnis, die Erfahrung im Leben, um zu merken, oh shit, das war mal anders. Ja. Und dann fangen sich die Dinge an zu verändern und ein neues Fundament aufstellen. Genau. Magst du uns noch in den
König mitnehmen. Ja. Wobei, ich mache gerade an dieser Stelle kurz ein bisschen Werbung. 17. bis 19. November. Genau, ist in der Woche. Genau, also, ja, und das Interview kommt noch kurz davor. Das wäre mega cool. Also, wenn Peter noch spontan Anmeldungen annimmt. Ja, wir haben noch drei Plätze frei. Okay. Genau, 17. bis 19. November, der König-Archetyp, die Krönung deines Lebens. Oh, schön. Okay. Nimm uns mit. Ja, und ich möchte gerne was zum König erzählen. Und zwar, wenn wir oder wenn ich früher den König gehört habe, oder, habe ich immer so gedacht an den zum Beispiel Ludwig den 14., der französische König, der dann auch geköpft wurde. Völlig korrupte Typen, die nur wegen der Macht an der Macht waren und das Leben und ihre Untertanen ausgenutzt haben. Und das war für mich kein schöner Begriff. Okay. Das war für mich, klar, wollte ich irgendwie sein, ist sicher geil, wenn du Macht hast und einen Haufen Geld und alle machen, was du willst. Und durch das Kennenlernen und auch durch meine eigene Rolle, weil wenn ich Workshops gebe, dann bin ich König und Männer kommen in mein Reich. Ist aber nicht so, dass diese Männer jetzt machen, was ich sage. Das machen sie natürlich auch. Aber der Gedanke dahinter ist natürlich, dass ich das mache zu ihrem höchsten Wohl, ja. Was gleichzeitig auch mein höchstes Wohl ist. Also ich versuche, sie an einen Ort zu bringen, an dem sie größtmöglichen Wachstum erfahren können. Für das müssen sie mir aber vertrauen, weil sonst gehen sie nicht dahin. Das heißt, indem ich sie führe, diene ich. Ich diene den Männern, die zu mir kommen. Und das ist wieder so ein Gleichgewicht. Ich kann nur führen, wenn andere mir dienen, und andere dienen mir nur, wenn sie mir vertrauen. Und dieses Vertrauen muss ich mir aber erarbeiten, oder das muss ich vermitteln, damit ich überhaupt Leute habe, die mir folgen. Und der König ist wie, er sitzt auf seinem Thron, er hat den Magier, dem Rat gibt, der Krieger, der ausführt, und der Liebende, der kommuniziert, der Verbindung schafft mit den anderen. Und das ist auch das letzte der vier Gefühle, das ist die Freude. Und ich lade dich mal ein, dich zu erinnern, wo du das letzte Mal so richtig voller Freude warst, wo du die ganze Welt hast umarmen wollen. Wie bist du anderen Menschen begegnet? Bei mir ist es so, dass ich mit einem unglaublich offenen Herzen diesen Menschen begegne, dass ich möchte, dass es ihnen gut geht, dass ich meine Freude mit ihnen teilen möchte, dass ich möchte, dass sie wachsen, dass sie groß und stark werden. Und das ist das Gefühl des Königs. Und gleichzeitig ist der König aber auch eine strenge Person, die schauen muss, dass es seinen Untertanen allen gut gehen. Wenn du eine Gruppe von Leuten hast, die die anderen sabotieren, dann musst du auch mal hinstehen und sagen, hey, so geht das nicht. Und gleichzeitig kannst du aber mit der Unterstützung der Gruppe oder deiner Untergebenen rechnen, weil du ja schaust, dass es allen gut geht. So viel zum König. Mega schön, auch dieses, was jetzt bei mir nochmal so hängen geblieben ist, dieses Bild von wirklich, hey, ja, ich bin in dieser Machtposition, aber eben, und Macht ist so auch schon ein Negativbegriff, auch wieder in unserer heutigen Zeit, aber es braucht ja diese Menschen, die diese Führung übernehmen, und es geht immer um die Intention dahinter. Also will ich eben, so wie du es angesprochen hast, will ich, dass die Menschen, denen oder die ich führe, so, will ich, dass die wachsen, oder führe ich nur, damit ich groß bleibe?
Und ich glaube, das ist ganz, ganz eine wichtige Qualität, die dahinter, also beziehungsweise sehr entscheidend ist, welche Qualität ist hinter dieser Führung. Genau. Und an dieser Stelle, du hast es auch immer wieder angesprochen, ist es für Männer und Frauen. In einer Zeit von Gender-Debatten und so weiter kann man das als kritisch betrachten, dass wir vom Liebenden, vom Krieger, von Magier, vom König sprechen. Ja. Magst du kurz da was sagen? Inwiefern, also für mich ist es immer sehr männlich verbunden, all dieses Archetype-Ding. Kannst du noch was dazu sagen, wie auch Frauen das hilft? Und das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Peter Oberhänsli zu seinem Spezialgebiet von den Archetypen. Super, super spannend, was er uns bisher verraten hat. Und weiter geht es im zweiten Teil nächste Woche, wo wir noch die Frage beantworten, hey, wie dient es auch Frauen? Gibt es da auch ein Modell oder ist es dasselbe Modell? Und natürlich der nächste super wichtige Punkt aus meiner Sicht, wie können wir mit Hilfe der Archetypen unseren Alltag, unser Leben besser bestreiten, sodass wir glücklicher und erfüllter durchs Leben gehen können? Und vielleicht, wie können wir das zusammen machen, Männer und Frauen? Das alles erfährst du im nächsten Interview, im nächsten Teil mit Peter nächste Woche. Wir freuen uns darauf, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, eine gute Zeit.